Was hier? Ja, hier war es. So, gehen wir schnell zu Gringo zurück. Jetzt sind wir nach unten gelaufen, haben uns Gras geholt, sind nach oben gelaufen, haben das Gras wieder platziert und wenn wir es jetzt noch zu Gringo schaffen, bevor er zurückkommt, das ist schon eine Leistung. Oder er verquatscht sich einfach. Und das ohne, dass er es bemerkt, das wäre lustig. Ein Enderman. Sind hier noch mehr Monster? Ein Zombie, noch ein Enderman. Nein, Gregor wurde von einem Skelett erschossen. Ja, das würde ich. Aber ich war auch nicht mehr da, wo ich gerade eben noch war. Ich bin gerade ein bisschen weiter gelaufen. Ich habe ein Gitter gefunden. Ich habe die Zeit mal eben genutzt, um das Gras oben zu reparieren und habe gehofft, du stirbst nicht. Auf dem Rückweg warst du noch am Leben und ich war jetzt gerade wieder auf dem Weg zu dir. Ja, ich hab's gehört. Ich war dann schon ein paar Sekunden wieder da, hatte das Mikro noch aus. Ich bin gerade erstmal weitergerannt, hab schon den nächsten Weg gefunden, aber da war auch ein Gitter und dann waren zwei Skelette da und das. Oh Mann, weißt du was? Ich habe direkt neben dir gekämpft. Ich sehe deine Sachen. Wir waren keine 5 Meter voneinander entfernt. Sehr schön. Ich teleportiere dich mal kurz zu mir, weil sonst du schaffst den Weg hier runter nicht mehr. Oh, ja, mal machen. Wir können aber auch oben einfach bauen. Ja, aber du willst doch sicher deine Sachen wieder haben. Ja, wo liegen die denn? Wo ist das Skelett? Das war hier irgendwo, ne? Wo bist du? Ach, da bist du. Hier von vorne. Sorry. Ach ja, genau, da war das Gitter. Hier sind noch deine Ofenkartoffeln. Oh, Essen. Wo ist Essen? Und ein paar Knochen liegen auch noch hier. Yes. Dankeschön. Bitteschön. So, also da ist zwar ein Gitter, aber man kommt da nicht rein. Nicht? Nein. Auch nicht durch den Geheimgang? Nein, da kommt man gar nicht rein. Oh, schade. Ich habe aber sowas immer gerne einen Geheimgang eingebaut, dass man so ein bisschen schauen konnte. Ja, aber ich hab da, entweder gibt es keinen Gang rein oder ich habe keinen gefunden im Let's Play. Weil ich baue das ja aus dem Let's Play raus. Mhm. Baust du das 1:1 danach? 1:1. Ah, okay. Also RPG Maker geht ja wirklich wunderbar, weil es immer so viereckige Felder gibt und... Ja, ich habe mit dem auch schon gut und lang gearbeitet auch. Ja, ich habe auch schon öfters erwähnt, dass du schon ein paar Spiele gemacht hast mit dem RPG Maker. Ja, Spiele gemacht, nicht so. Ich habe angefangen und irgendwann abgebrochen, weil ich Probleme habe, irgendwelche Dinger fertig zu brachen und mir immer zu viel einfallen lasse. Mhm. Aber hey. Naja, auf jeden Fall geht es halt einfach wirklich wunderbar, weil... Mhm. Zum Beispiel auch diese Blutflecken hier, die sind tatsächlich so, wie sie sind, da sind. Das hier ist, diese Holzfässer, Holzbretter sollen eigentlich Fässer darstellen. Mhm. Diese weiße Wollblock ist ein Schädel und das hier ist roter Kristall. Sorry. Was hast du da gemacht? Okay. Du darfst machen. Und das ist wirklich 1:1. Also ich habe das schon mehrmals gehabt, also dass ich zum Beispiel... Wieder hoch? Ja, hier geht's auch weiter, sage ich dir jetzt einfach mal. Dann war ich vorne aus dem Grund. Da bin ich mich schon mal hoch und dachte, er kommt zurück, jetzt muss ich woanders hin. Nein, weil es geht hier wieder hoch und dann geht es nochmal runter und dann bin ich... Es ist ja wieder dieselbe Ebene. Und dann hatte ich eine Stelle, wo es tatsächlich, wo die Wand von der einen Ebene... von der einen Seite tatsächlich auf die Wand von der anderen Seite war, im Let's Play. Mhm. Und da war, glaube ich, ein Standlicht. So eins, wie hier links gerade ist. Und dann habe ich gesagt, wenn das so richtig ist, dann müsste da jetzt das Standlicht sein. Mach die mal auf und tatsächlich, da war das Standlicht. Oh, sehr schön. Das hat gut geklappt dann. Ja, das hat wirklich verdammt gut geklappt, dass es wirklich auf dem Block genau klappt. Mhm. Und solche Momente hatte ich schon öfters. Zum Beispiel Rundgänge. Die also wirklich im Kreis führen und dann fange ich die an und wenn ich dann eine halbe Stunde später fertig bin, dann gehen die tatsächlich auf den Block genau auf. Okay, kein Fehler drin. Ja, das ist echt also richtig super geil. Ja. Hier zum Beispiel, das ist ein Schädel mit Blut drauf. Mhm. Blutbedeckter Schädel ist auch drauf. Kannst du nicht inzwischen auch Schädel setzen einfach? Ich dachte, das geht mal, dass du Skelettschädel und so setzen kannst. Die droppen leider nicht im Survival-Mode. Nicht? Nein, im Creative-Mode gibt es sie. Oder besser gesagt, sie droppten nicht. Mittlerweile geht es, glaube ich, sogar. Aber ich habe leider noch gar keinen. Ich glaube, die müssen dazu auch von einem
Creeper in die Luft gesprengt werden, und zwar von einem Blitz getroffenen Creeper, also der aufgeladen ist. Echt? Ja. Okay. Also erst ein Blitz, ein Creeper mit... Truhe. Ja, das ist das Gegenstück. Du hast meinen aktuellen Arbeitsort erreicht. Yay! Hi. Oh, lauter Zeug. Redstone Repeater? Ach, cool. Lass es bitte drin, das brauche ich alles noch. Ja, ich guck noch rein, was drin ist. Naja, und ich habe schon wieder vergessen, wo war ich denn gerade? Weiß nicht. Lass das bitte. Ja, okay. Ich brauch's wieder ab, warte. Das kannst du, glaube ich, gar nicht abbauen, oder? Doch, ich kann mit der Hand draufhauen. Eventuell geht es doch dann kaputt. Da, bitte. Liegen noch ein paar da. Sammel die auch noch ein. So. Also es geht hier unten auch noch ein bisschen weiter. Falls aber nicht mehr runter, oder? Nein, das ist die letzte Ebene im Moment. Schade. Aber der Dungeon ist auch fast fertig, muss ich sagen. Mhm. Wie viele Ebenen wären es insgesamt? Ich weiß nicht. 10, 15, okay. Irgendwie sowas. Also alle, die wir jetzt haben. Und es geht noch einmal tief weiter runter. Einmal. Okay. Das ist cool. Ja. Also, das ist jetzt die vorletzte Ebene. Ich bin fast am Ende dieser Ebene. Dann kommt eine sehr lange Treppe nach unten. Also nicht mehr so kurz, sondern sehr lange Treppen. Ich bin dann vermutlich fast am Bedrock. Schätze ich. Ich hoffe, ich erreiche ihn nicht, weil sonst hätte ich Probleme, da weiter zu bauen. Ah, ich überlege gerade, bei den Dungeons, die ich hatte, welches meintest du denn mit dem Wasser? War das das in diesem Tempel da, wo du teilweise auf das Wasser tauchen musstest und dann irgendwie in den Wasserfall hochschwimmen musstest? Ja, oder? Ja, irgendwie sowas war das. Weil es gab auch noch eins dann, ich glaube, das war unter dem Vulkan, wo du Ding hattest. Wie heißt's? Wo du am Ende irgendwie in den Maul von so einem Drachen springen musstest. Irgendwie sowas gab's da noch. Nein, ich glaube, den habe ich nicht mehr gemacht. Ah, schade. Das war auch, glaube ich, der letzte, den ich gemacht hatte. Oder ja, vorletzte. Da habe ich vermutlich nicht mehr mitbekommen, weil ich habe ja deine Dungeons immer fast als erster abgeschlossen. Ja, das hast du. War schon. Der Gringer hatte sich da nämlich ein schönes System überlegt. Er hat 20 Dungeons, glaube ich, hat er. Also er hatte so eine Ruhmeshalle gebaut. Da waren 20. Baller. Du hast mir schon wieder die Dinge kaputt gemacht. Keine Absicht. Lass es bitte. War keine Absicht. Lass den Finger von der linken Maustaste. Aber die Musik ist gerade so schön, ich muss kratzen. Aber dann nicht hier. Na gut. Also nicht in Minecraft. Na gut. Und dann hat er eben da 20 Trophäen hingestellt, also einen für jede Wolle. So ungefähr war das. Ach, da hast du noch einen abgemacht. Dann waren das drei, nicht zwei. Und am Ende jedes Dungeons gab es eine Truhe mit Wolle. Mhm. Ja. Und, okay, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ja, jetzt warte mal, du hast sie doch hier noch gar nicht fertig angesehen. Oh, nicht? Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Nee. Du bist ja nur hier in der Nähe umgerangen, aber diese Ebene ist fast fertig. Oh. Dann habe ich den Weg übersehen. Ach, da geht's auch noch weiter. Das ist auch tatsächlich die erste Ebene, in der man nur durch Geheimgänge weiterkommt. Eigentlich zumindest, aber die Geheimgänge, wo ich noch durch muss zum Arbeiten, habe ich noch nicht gemacht. Okay. Also das hier zum Beispiel ist auch einer gewesen? Ja, das wäre einer gewesen, der ist noch offen. Hm. Okay. Hast du auch schon geschlossen oder sind die alle noch offen? Ich habe auch noch geschlossen. Ich habe auch geschlossen hier. Du bist zumindest gerade vor einem gestanden. Ah. Soll ich ihn dir aufmachen? Nö, hier geht's ja auch noch lang. Ja, hier geht's auch noch lang. Aber hier ist ja auch noch offen. Ja. Ich höre Skelette. Du solltest jetzt übrigens aufpassen, genau. Ist das dann schon die nächste Ebene darunter, oder? Nein, darunter kommt keine Ebene mehr. Deswegen konnte ich die Lavagruben. Da unten ist eine natürliche Lavagrube, da habe ich mir die Lava rausgeholt. Oh, da ist Bedrock. Ja, ich bin auch schon relativ nah am Bedrock. Ist das das Ende der Ebene, oder? Nein, das hier ist natürliche Höhle, aus der ich mir die Lava geschöpft habe. Ja, aber muss ich hier weiter oder ist es falsch? Nein, das wird nachher zugemacht, sobald hier keine Lava mehr drin ist. Ach so, dann bin ich hier falsch. Ja. Okay. Da. Weil hier muss man echt aufpassen, also eigentlich sind ja alle Lavagruben so tief.
Aber dadurch, dass die Treppen bei mir in die nächste Ebene halt nur 6 Stufen kurz sind, kann ich die Lavagruben in höheren Ebenen einfach nicht so hoch machen. Okay. Also tief. Und deswegen sind sie halt 2 Blöcke höher. Aber hier unten, da kommt ja nur noch eine Ebene drunter und das, die ist sehr kurz, das ist fast nur der eigentlich ein Gang und dann der Raum mit den Endbossen. Ja, deswegen kann ich. Wie realisierst du die Endbosse? Und deswegen kann ich da auch die Lavagruben so tief machen. Ist das hier ein Blutbrunnen? Nein, das ist ein roter Kristall eigentlich und das am Boden, die Teppiche sind schon Blut, aber das da ist nur ein roter Kristall. Da ist auch offen wegen Lava. Habe ich hier, hier oben noch Lava. Ein bisschen was. Ah, okay. Ich sehe. Muss noch abgeschöpft werden. Okay. Aber ich brauche erst die nächste Lavagrube. In dieser Ebene kommen nämlich noch sehr viele Lavagruben. Und die nächste habe ich noch nicht freigeschaufelt. Okay. Lass mich ran, da kommt auch noch Lava hin. Genau, das ist die Lavagrube. Da war ich gerade am Schaufeln. Redstone. Lass ihn bitte. Das ist meiner. Ich kann ihn nicht abbauen. Ja. Und hier geht's dann auch weiter. Also hier habe ich noch nicht weitergebaut. Das ist die aktuelle Baustelle. Cool. Dann müssen wir wieder hoch. Jetzt müssen wir wieder hoch. Soll ich dir den Weg zeigen oder willst du ihn selber finden? Ach. Ich folge dir. Okay, dann folge mir, aber gehe nicht verloren. Nein, nein, ich doch nicht. Nein. Wenn ich jetzt loslaufe? Man kann laufen? Ja, zweimal nach W oder die Steuerung-Taste? Ah, ich habe immer mit der Shift-Taste probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nein. Oh, ey, sorry. Pass auf! Oh, das Lava. Ja, eben, du hättest mich fast da runtergeschubst. Na gut, ich habe einen Feuerresistenztrank und einen Heiltrank dabei, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Nein, nein. So, aber schau, ob du mit mir Schritt halt kannst. Ich renne jetzt einfach mal den ganzen Weg hoch. Also ich bin noch hinter dir. Echt? Ja. Okay. Guck. Warte. Jetzt bin ich sogar in dir. Ja, ich hab dich gerade gesehen. Das ist gerade irgendwie seltsam. Ist da auch noch? Ah, ein Zombie. Jetzt werde ich verlangsamt. Nein. Sorry. Hör auf zu schlagen. Irgendwann schlage ich zurück. Dann wäre ich schnell oben. Dann wärst du schnell oben, ja. Hast du eigentlich schon mal Terraria gespielt? Nein. Aber ich habe gehört, das soll so ähnlich sein wie Minecraft. Ja, aber es hat mehr den Fokus auf Kampf und Bosse und auf abgefahrene Sachen. Ich find's super spaßig und ich zock's auch mit den anderen eigentlich ziemlich oft. Ah ja. Also so mit Robert und Ding. Den Robert, den kenne ich auch noch. Ja, genau. Wie geht's ihm eigentlich so? Auch ganz gut, der will jetzt dann Medizin studieren. Ach, und macht deswegen gerade die 13. nochmal, damit er gut genug ist für Medizin. Da hat's irgendwie einen Einser- oder Zweierschnitt gehabt, aber er macht nicht nochmal. Und dann... Wenn er schon Einser- oder Zweierschnitt hatte, dann hätte ich es aber nicht nochmal gemacht. War ein Zweier, glaube ich, aber für Medizinstudium, weil er will auch nach Würzburg kommen zu mir, da braucht man dann doch schon einiges. Ja. Na toll. Sorry. Nicht sterben. Ich hab dich gewarnt. Hi. Du brennst. Au. Ja, ich brenne. Hier geht's lang, glaube ich. Aber ich habe jetzt für 8 Minuten Feuerschutz. Das heißt, du kannst mich in Lava schubsen, so viele. Oh. Ja, also ich würde sagen, ich bin oben, ne? Du warst oben. Ah! Ey, ach komm! Das war Reflex gerade, weil ich mich gerade gewundert habe, was gerade passiert. Du wartest jetzt hier und ich klappst deine Sachen auf und ich hole jetzt neues Glas. Sachen. Ja, und du wartest jetzt hier. Die Höhle der Elras ist kein Ort zum Spielen. Nein, nein, ich spiele doch gar nicht. Nein, du hast mich nur schon mehrmals in Lava runtergeschubst und baust mir da mein Gras ab.
So, du kannst dir währenddessen ja ein paar Bilder anschauen oder so. Dauert auch nicht lang. Bin schon fast unten. Eigentlich gehe ich gerade nach oben, aber egal. Wie viel Grasblöcke hast du denn abgebaut? Zehnmal bitte. Keine Ahnung, ich bin da nicht mehr. Ich hab gesagt, du sollst da bleiben. Ja, das hast du. Ja, jetzt gehst du mal bitte wieder zurück und zählst, wie viel Grasblöcke du abgebaut hast. Ich glaube, ich finde den Weg nicht mehr. Ich bin auch gerade wieder nach oben gegangen. Oh Mann. Sorry. Ist hinter mir, oder? Nein. Ja, nicht ganz. Ich habe mich erst ein bisschen verlaufen. Ah, da ist, was ich deinen Namen. Ich sehe deinen noch nicht. Ich muss mir auch einen neuen Feuerschutztank mitnehmen. Ah, da bin ich schon. So, das weg, das weg. Feuerschutztank. Und ich nehme jetzt einfach mal dreimal Gras mit. Hi. Hi. So, und jetzt folge mir und baue kein Gras mehr ab. Auf was läuft der Server? Läuft der auf Bucket oder Vanilla? Vanilla. Okay. Also aber wir hatten damals ein Bucket-Plugin, das auf Gras auch, also auf Erdblöcken und so auch Gras wachsen kann. Einfach so, das war ganz praktisch dann für die Dungeons. Ja, das war aber nicht mehr, als ich noch gespielt habe, oder? Doch, wir hatten dann auch ein Plugin, wo die Bäume sich automatisch ausgebreitet haben. Ach so, weil ich habe damals, als ich, weißt du noch mal Windertopia damals? Die fliegende Insel? Da habe ich ja extra eine Grasbrücke nach oben gebaut. Das hat ewig gedauert, bis endlich mal Gras hochgewachsen. Ich glaube, es hat nicht mal fertig gewachsen, oder? Ich glaube nicht, nee. Irgendwo bei der Hälfte ist es gewesen, als ich aufgehört habe. Oder vielleicht bei drei Viertel oder so. Irgendwie so. Naja, das hat ewig gedauert. Aber ich habe auch sehr viel Zeit dort verbracht zum Bauen. Weißt du noch das Winterschloss da, was ich bauen wollte aus Skyrim? Ja, weiß ich. Hast du eigentlich jemals unsere Forschungseinrichtung gefunden? Welche Forschungseinrichtung? Ja, du hattest ja diese Insel, ne? Die du für dich beschlagnahmt hast. Und Darius. Ja, bei euch beide. Und wir hatten dann einen unterirdischen Tunnel, der unter deiner Insel durchging. Eine Forschungseinrichtung, wo man euren ganzen Bereich übersehen konnte. Ah ja. Das war so richtig schön getarnt in dem Berg hinter eurem Haus. So, ich glaube, ich bin vorbeigelaufen, oder? Keine Ahnung. Ja, ich bin vorbeigelaufen, da war es nämlich gerade, das mit dem Gras. Flatterreden. Ja, hier ist es. Ja. Zwei Blöcke hast du abgebaut. Ah ja, das wusste ich. So. Genau, das wusstest du. Natürlich. Also nein, haben wir nicht gefunden. Aber unterirdisch haben wir noch nicht viel gebaut. Ja, die war auch oberirdisch. Man konnte auch oberirdisch rein. Ah ja. Aber... war eigentlich, du musstest von dir nur eine Minute gehen. Wir hatten dann sogar nicht nur eine Forschungseinrichtung, sondern so ein Winterfort auch noch. So mit Baumstamm. Meinst du so ein aus dunklem Holz eine Hütte? Ja, nicht nur eine Hütte, sondern auch direkt mit Umzäunung und allem Möglichen. Ja, das habe ich gefunden, dann, aber da war es nur eine Hütte und da war, glaube ich, da waren lauter Truhen drin. Genau. Ja, da haben Robert und ich dann auch noch einen unterirdischen Gang zum Forschungslabor gebaut. Ja, das habe ich dir, glaube ich, auch damals gesagt und habe gemeint, ja, wir haben nicht nur die kleine Insel beschlagnahmt, sondern den ganzen Kontinent und haben wir dir gesagt und dann hast du... wir hatten ja nur die kleine Insel und dann bei dir ein riesen Kontinent, da ging uns ja der Platz aus dann irgendwann. Ja, ich habe ja nicht gewusst, dass das ein Kontinent war, als wir das damals auch nicht, als wir das beschlagnahmt haben. Das haben wir erst bei der Erkundung dann festgestellt, als wir unsere Basis dort gebaut hatten. Oh, ein Ender. Ich hab ihn gekillt. Und ich hab die Erfahrungspunkte bekommen. Ich auch. Naja, auf jeden Fall haben Darius und ich uns ja dann beschwert, dass ihr da auf unserer Insel baut. Und dann hast du gesagt, ja, wir hätten nur die Insel beschlagnahmt und der Kontinent, den müssten wir uns teilen. Oh, weil wir hatten auf unserer Insel auch keinen Platz mehr. Ja, ich habe auch gesagt, ihr solltet euch einen eigenen Kontinent suchen. Ja, es war halt keiner irgendwo in der Nähe. Da war mehr bis... Ja doch, von Windertopia aus, das war ja schon eine halbe Stunde weit. Ja okay, mit der Bahn waren es nur 5 Minuten, ich habe ja eine Bahn hingebaut. Mit dem Boot waren es... Ja, aber das hattest du auch Vorsicht, Creeper, zurück. Okay.
Dachten wir zumindest. Und von dort aus hast du keine 5 Minuten mehr, nochmal Creeper, keine 5 Minuten mehr gehen müssen. Und dann war da eine Insel und ungefähr 5 Minuten dahinter war dann nochmal ein Festland. Und, Entschuldigung. Ja, wir dachten halt, das hattest du auch beschlagnahmt wegen Windertopia. Nein, nein, Windertopia war nur die Insel oben. Achso, ja, das war uns nicht bewusst. Ja, hättet ihr fragen können. Aber ich glaube, ich habe euch das auch gesagt. Nee, ich glaube nicht. Also, wurscht. Ja. Ach, das hätte ich so gerne mal im Let's Play gezeigt. Ja, mal gucken, ob ich es noch irgendwo habe. Ich hoffe, du hast es noch. Mal gucken. Ich glaube aber, dass das alles tot ist. Ach.